kriegst vom Frauenarzt verschrieben. Was? Vom Frauenarzt? Ja, du gehst zum Frauenarzt, der verschreibt er dich. Nein, da gehe ich nicht mehr hin. Wieso gehst du nicht mehr hin? Nein, ich habe mich da blamiert. Wieso hast du dich da blamiert? Marie, ich habe mich blamiert. Jo, Babette, was willst du dich dann blamieren? Der hat dich schon 100 Mal nackig gesehen. Der kriegt sogar Geld dafür, dass er dich nackig anguckt. Jo, Herr, sag nicht, gell, wie ich da bei der Frauenarzt war und leider auf deinem Bock da. Auf einmal sagt er zu mir, na, haben wir jetzt wieder heute schön gemacht. Ich hab Spitze unter dich angehört, oder was? Marie, ich hab gedacht, was hat denn der jetzt gesagt? Der ganze Tag ist mir das in den Kopf gegangen. Haben wir uns heute wieder schön gemacht? Wie ich heimgekommen bin ich mal da oben im Kopf, wie das durchgegangen. Gewäscher habe ich mich, abgedreht habe ich mich, ein bisschen Deo habe ich genommen und noch habe ich gerade noch ein bisschen Intimspray genommen, weil ich nur zum Frauenarzt gemacht habe. Ein Durchfall ist voll. Was? Ich habe die Intimspray mit dem Glitzerspray in der Hand. Was ist denn jetzt da? Babette. Du guckst jetzt wieder so schwupp. Das ist wie deine Schwing da, wie deine Wille. Das ist schon furchtbar. Bin ich froh, ich hab das in mir. Her? Ja. Ich schlafe keine Nacht mehr. Babette, ich komm raus. Her? Weißt du, du leidest im Bett. Auf einmal guckt das. Das guckt von unten auf. Hey, das guckt durch alle Witze. Was? Und durch alle Witze. Du liegst dann da und denkst, was machst du jetzt? Dann hängst du fies aus dem Bett. Oh, noch war alles besser. Und dann ging's. Jetzt sind fies kalt. Jetzt werden die Dinger wieder im Bett haben. Dann holst du halt rein. Bis das alles dann wieder so. Dann gehst du schlafen. Dann fängt der Nebel dran an zu schnarchen. Oh, das macht das furchtbar. Furchtbar. Ja, furchtbar. Aber mal drehst du dich mit mir. Wir schlafen alle bei anderen, richtig. Warum schlafen wir nicht? Oh, bei uns sind wieder Einbrecher unterwegs. Ja, ich hab schon gehört. Ja. Ihr sagt bloß, die sind bei euch schon in der Straße. Ja, die wollten da die Furchtbuch bei uns in der Autogarage einbrechen. Ja. Und mein Walter hat's gesehen. Dann hat er sofort die Polizei angerufen. Und? Was haben sie gesagt? Dann haben sie gesagt, sind die bei Ihnen im Haus? Dann hat er gesagt, nein. Dann hat er gesagt, schließen Sie das Haus gut ab. Beobachten Sie die Situation. Wir haben keinen Streifenwagen mehr frei und keine Kapazitäten. Das ist unverschämt. Ja, das ist Sauerei. Unverschämt. Mein Mensch im Haus rumliegt, die Schimonsen. Dann hat er gesagt, das geht nicht. Angerufen drüben und hat gesagt, so, und jetzt habe ich die zwei Einbrecher erschossen. Ist nicht wahr. Doch, und dann, 7 Minuten später, 3 Streifenwachen, der Notarzt, ein Krankenwache, ein Riesenprogramm. Und der Einsatzleiter ist da und hat gesagt, wo sind sie dann, die toten Leiche? Wo sind sie dann, die toten Leiche? Dann hat der gesagt, wie die toten Leiche? Die, die sie erschossen haben. Dann hat er gesagt, ja, sie haben gesagt, sie haben keine Kapazitäten mehr frei. Ja, das war ich. Ja, aber wirklich, ja. Aber euch, denen konntest du halt gar nichts mehr glauben, gell? Nein. Die schauen sie so. Ja. Die sparen sogar der Polizei Personal ein. Glaub mir's. Aber hey, ich muss dir jetzt was erzählen. Was? Ich habe jetzt seit 14 Tagen einen Minijob auf der Verbandsgemeinde. Oh, macht das Spaß? Auf der Touristinfo. Und? Oh. Schräg. Toll. Ja. Ich habe das letzte Jahr sogar fliegen. Oh. Toll. Ja, da ist ein Kanadier reingekommen. Dann hat er gesagt, well, it's such a lovely guest here. It's so nice.
but I want to look das Ganze mal von oben. Dann habe ich gesagt, das ist gar kein Problem. Da fahren wir noch runter auf den Söller zum Bulldog-Robert. Und setzen uns in so eine kleine Piper rein. Was haben wir gemacht? Dann sind wir da rumgeflogen und dann hat er aus dem Fenster geguckt und einmal sagte, oh, wie nice, diese Wälder, diese Forests, wie bei uns in Kanada. Dann sagt er, das ist unser Biosphärenreservat. Ja, da sind wir da über die Zehen ausgeflogen und es ist schon Stadt gekommen. Dann guckt er aus dem Fenster. Dann hat er gesagt, oh, wie nice, diese lovely, lovely town und diese Skyline, wie bei uns zu Hause in Toronto. Oh, oh das ist deine Sense. Dann sind wir da wieder ein bisschen so südöstlich geflogen, nach Spätzen und so. Und dann guckt er aus dem Fenster und sagt, oh, was ist das? It looks like the Parkettboden of my kitchen. Dann habe ich immer noch rausgeguckt und habe gesagt, das kann ich erklären. Was war's? Das ist Fischbach. Das ist nämlich so, weil die Menschen, die dort wohnen, die haben alle Brett vor dem Kopf. Die haben dann die so eine Maschine da her und dann rennen die alle aus der Horde aus dem Kugel. Das ist überall. Das gibt es in Schäden auf Fischbach. Ja, stimmt. Bruchweiler, Bundal, in der Pals und im Saarland. Ja, Wiesbaden und Mainz. In der Weidendal und Hälste. Mainz, Hamburg, Köln. Ja, ja. Genau, ja. Aber eins will ich dir sagen. Es ist alles. In Schäden, zwischen Schäden und Fischbach ist alles. Aber eins will ich dir sagen. Ich als guter Katholik, ich sage, was unser Herrgott durch Flüsse trennte, soll der Mensch durch Brücken nicht verbinden.